herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mal meinen Lesemonat für den Dezember 2015. Und auch wenn jetzt schon, da keine Ahnung, wie viel der Januar oder Februar ist, nochmal frohes neues Jahr. heute gibt es meinen Lesemonat, Dezember. Entschuldigung nochmal, dass ich mich verspätet habe, aber ich bin leider nicht dazu gekommen, Videos zu drehen. Aber jetzt habt ihr es. Ich würde sagen, ich rede nicht mal lange, sondern ich fange gleich damit an. Ich habe jetzt hier mal auch so eine Art Lesetagebuch. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video drüber. Das nehme ich jetzt sozusagen als Lesetagebuch. Und da habe ich mir das Ganze hier aufgeschrieben. Und ja, ich muss sagen, der Dezember war zwar okay. Ich war schon mal besser, sagen wir es mal so. Also ich muss mich jetzt nicht dafür schämen, sage ich jetzt mal. Aber ich hatte schon mal im Jahr Besseres. Und sage jetzt mal, es ist zwar bis jetzt das Beste für mein YouTube-Dasein, aber privat hatte ich schon mal was Besseres. Und ja, deswegen war es eigentlich eher durchwachsen. Auf jeden Fall habe ich 2 Bücher gelesen und 2 Leseproben. Das waren dann 643 Seiten und 21 Seiten pro Tag. Auch gerundet natürlich. Ist jetzt nicht das Beste, eher schlecht, aber ich sag jetzt mal, für mein YouTube-Booktube-Dasein ist es das Beste bis jetzt. Aber für den Jahresabschluss war es okay, weil ich mit der Schule auch nicht so viel Zeit hatte, weil gegen Weihnachten, Ende des Jahres, sagt zum Lehrer gerne mal, Anna, ich brauche noch ein paar Noten von dir. So Leute, jetzt schreibe meine Ex. Und, ist halt dann so. Ex ist gleich Stegreifaufgabe. ich würde jetzt mal sagen, ich fange jetzt mit den Büchern an, die ich gelesen habe. Als erstes habe ich im Monat gelesen, Das Flippern von Glück. Ich habe das Buch leider nicht mehr hier, deswegen werde ich versuchen, euch ein Bild einzublenden. Wenn es nicht ganz klappt, dann seid mir bitte nicht böse. Also wenn ich es schaffe, dann kommt jetzt ein Bild. Genau, von Barry Transberg, also das Blumen von Glück von Barry Transberg. Und ja, das Ganze hatte 251 Seiten und hat von mir 5 Käsestückchen bekommen. Ja. Ich habe dazu schon eine Rezension gedreht. Ich verlinke euch die mal in der Infobox, also könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Dann habe ich gelesen Rubinenrot von Kerstin hier. Wenn ich es schaffe, da kommt jetzt ein Bild. Am Ende der Welt traf ich Noah, diese Leseprobe her. Hier, die habe ich gelesen. Wie viele Seiten hatte ich nochmal? Ich hatte 26 so kleine Seitchen und ist von Irmgard Kramer geschrieben. Das Buch habe ich auch schon hier. Tada. So. Genau. Und ich muss sagen, diese Leseprobe, es war nur eine kleine Leseprobe. Das heißt klein, sie war eigentlich schon ziemlich groß, also halt wird das leseprobenmäßig. Aber, was soll ich dazu sagen? Es hat von mir auf jeden Fall 4 bis 4,5 Käsestöckchen bekommen. Also sag jetzt mal, es war jetzt nicht die spannendste Leseprobe, aber es hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Deswegen habe ich mir jetzt auch das Buch gekauft, also ich habe es Weihnachten bekommen. Und, meine Weihnachtsgeschenke verlinke ich auch nochmal in der Infobox. Genau. Ja. So. Einfach mal wegwerfen. Jetzt kommen wir schon zum letzten Exemplar von Leseprobe, beziehungsweise von Buch. Denn Leseprobe habe ich leider nicht mehr da. Die hat nämlich meine Mutter gelesen. Und, ich glaube, sie hat es weggeschmissen. Keine Ahnung.
Jedenfalls ist sie halt gerade nicht da, aber ich habe das Buch schon. Und uns ist nicht über dieses Lesezeichen hier. Das ist, meine Mutter liest das gerade. Ist auch so ein Krimi-Fan. Aber, genau. Das ist das Buch. Also ich habe jetzt leider die Leseprobe nicht mehr da, aber ich habe die Leseprobe gelesen, seit jetzt nur das Buch. Die Leseprobe hatte 28 Seiten, das weiß ich noch. Und hat von mir volle 5 Sterne bekommen. Also es hat von Anfang an angefangen. Also es ist von Ursula Poznanski geschrieben, Layers. Habe ich noch gar nicht gesagt. Und ja. Hat von mir 5 Käsestückchen bekommen. Ja, ich fand es spannend. Also es hat, ich habe es mal verglichen. Das hat wirklich von vorne, also von Anfang an angefangen, diese Leseprobe. Und ich habe auch schon mit diesem Buch jetzt hier angefangen. Und es gefällt mir jetzt richtig gut. Die Leseprobe hat mir natürlich auch gefallen. Die hat von mir, wie gesagt, 5 Käsestückchen bekommen. Ja, so viel dazu. Ja, so. Das war es jetzt schon wieder mit meinem Lesemonat. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!